Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zu Let's Play Harry Potter Puzzle and Spells, Rätsel und Zauber. Alles klar, Rätsel Nummer 31. Starte mir mal. Nicht umsonst wird er der Schwarze See genannt. Kombiniere neben einer Laterne, dann leuchtet sie auf. Kombiniere erneut neben Laternen, um sie einzusammeln. Du kannst Laternen mit einer Kombination verbinden, um sie einzusammeln. So. Schnappen wir uns mal die. Jawohl. Da haben wir nur noch zwei geschafft. 6 Züge übrig. Einsammeln. Rätsel Nummer 32. Schauen wir mal bei den Events vorbei. Du hast den Club freigeschaltet. Schauen wir mal vorbei. Stufenanstieg. Level 7. Kolovaria verbessert. Alles klar, jetzt kriegen wir einen Anstieg. Dann machen wir mal unser eigener Club. Philipp Dracheberg nenne ich den. Hier gibt es einmal so ganz viele unterschiedlich. Ich halte jetzt immer an, dann könnt ihr sie euch kurz anschauen. Ihr könnt auch Pause machen, gell? So, ich habe beschlossen, wir nehmen den Zauberstab hier. Der Community Club von Philipp Dracheberg. Gründen. Willkommen in deinem Club-Chat. Hier kannst du um Leben bitten, chatten und sehen, was es Neues bei deinen anderen Clubmitgliedern gibt. Tippe und fortzufahren. Drücken wir mal hier drauf. Liegen. Schließe Rätsel ab, um deine Liegen-Trophäen für deinen Club zu gewinnen. Welche einen Platz in den Top 5 der Club-Bestenliste, um Belohnung zu erhalten. Steige in Rangstufen auf, um exklusive Kräfte und Vorteile freizuschalten. Lest euch mal gerne durch. Könnt auch Pause machen. So, unser Club hat jetzt noch keinen Rang, aber das ändert sich gleich. Sonst können wir um Leben bitte einsammeln. Jawohl, spielen. Lese uns mal den Brief hier durch. Willkommen in deinem neuen Club. Hier kannst du Leben erhalten, in Events zusammenarbeiten und neue Freunde finden, während du Zauber wirkst und Rätsel löst. Philipp Dracheberg. Willkommen in deinem neuen Club, Philipp Dracheberg. Alles klar, dann starten wir mit dem nächsten Spiel. 14 Laterne, 30 blaue. Haben jetzt hier gerade wieder Hagrid bekommen. Bald auch wieder können wir die Maus einsetzen. Glaub im nächsten Level oder so. So, dann besorgen wir uns den Hagrid gleich noch. So. Genau, dann hätten wir ihn jetzt. Und die Maus könnten wir jetzt theoretisch aktivieren. Haben wir aber auch gemacht. Tja, da habe ich mich getäuscht, dass wir die im nächsten Level aktivieren. Aber egal. Sieg ist Sieg. Jetzt kriegen wir auch diese Trophäe. Das zeige ich euch später. Schauen wir mal, was wir bekommen. Erinnere mich selten. Teleskop gewöhnlich. Kessel gewöhnlich. Einsammeln. Jetzt fehlen uns noch 6 Karten von der Grundlage von Hogwarts. Alles klar. Gut, starte mit Rätsel 33. 15 Bertie Potts Bohne, 3 Schokofrösche. Gewinnserie 2. So. Das war jetzt ein bisschen schwierigeres Level. Aber ich denke, das geht. So, und da haben wir auch jetzt den letzten Schokofrosch. Jetzt fehlen uns noch 13 von den Dinger. Seife, Wassermelone, Mäusespeck, Zuckerwatte, Mäusespeck. Meerbrillen. Keine Ahnung, was da jetzt gerade stand. Ich hab's nicht rechtzeitig lesen können. So. Starte mit Rätsel 34. Gewinnserie 3. 5 Schokofrösche, 21 Hogwarts-Tickets. Ah ne, falsch. 9 Dreiviertel-Tickets, genau. So. Hätte jetzt eigentlich auch gleich der Schokofrosch. So, noch einen Treffer, geschafft. Und fertig, 5 Züge übrig. Und abgeschlossen. Gewinnserie 4. Rätsel 35.
Tja, das habe ich leider verkackt. Jetzt verliere ich meine Gewinnserie und ein Leben. Aber mir wiederhole das. Wenn ich jetzt das Level abschließe, bekomme ich ein Ding. Kolovaria. Dann bekomme ich ein neuer Zauber. Und ich hoffe, das ist ein nützlicher Zauber. Dann schauen wir jetzt mal. Sagen wir mal alle Rode. Das war jetzt das erste Mal, wo ich ein Level verloren habe. Aber das macht ja nichts. Kolovaria. Gut. So. 13 Extras fehlen uns noch. So, und jetzt die letzte Birdie-Bots-Bohne. Seebezüge übrig, abgeschlossen, jawohl. Schauen wir jetzt mal, was für ein neuer Zauber mir bekomme. Enthüllen. Akio-geflügelter Schlüssel. Durch Folgendes freigeschaltet. Akio-geflügelter Schlüssel. Ruf einen Schwarm geflügelter Schlüssel. Siehe dir alle Zaubersprüche in deinem Profilbereich an. Ist jetzt auch ein cooles Symbol. So, machen wir weiter. Gut, dann gehen wir kurz auf unser Profil. Wie gesagt, da ist er, Akio, geflügelter Schlüssel. Könnt ihr euch kurz durchlesen. So. Meine Leben fülle sich in 24 Minuten, füllt sich jetzt 1 auf. Gewinnserie 1 bedeutet ein geflügelter Schlüssel. So, und da ist er auch schon. So, 4 Schokofrösche und 30 Gelbe. Gut, in der Aufgabe war es eigentlich jetzt wichtig, Akio geflügelter Schlüssel zu zaubern. Akio geflügelter Schlüssel. Denn ihr seht es jetzt, da kommt eine Ladung geflügelter Schlüssel, das ist echt cool. So, dann fehlen uns noch die 2 Schokofrösche. Haben wir der Hagrid noch irgendwie da drüber, noch darüber und so, da haben wir der Hagrid. So, 9 Züge fertig. Gut, dann sind wir jetzt bei Level 37. Start. Also dann, hier geht es zu den Boten. Na los! Alles klar, Hagrid. Ich frage mich immer, also bis jetzt ist die komische Stimme, die ich sprich, die Severus Snape-Stimme. Und danach kommt die Hagrid-Stimme. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, welche die komische Stimme von mir ist. Wingardium Leviosa. Die komische Stimme ist. Denn, ja, das hört sich echt lustig an. Also. Die Wandergrenmaus, oder wie die heißt, benutzen wir erst in der nächste Level. Sieg 8 Züge übrig, jawohl. Gut. Schauen wir mal hier vorbei. Gut. Start. So, diese Laterne muss man einmal treffen und dann nochmal treffen. Dann hat man's. Gut, danke, liebe Wandermaus. Ne, Wanderratte, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. So, dann nur noch 4 so komische Laterne. Oh, ich hoffe, wir kriegen jetzt bald den Zauber zusammen. Den brauche ich jetzt. Ah, komm jetzt. Jawohl. Akio, geflügelte Schlüssel. Und danke für das, ihr liebe geflügelte Schlüssel. Ohne euch hätte ich das Level nicht geschafft. Verlängere Gewinnserie. Das heißt, wenn ich jetzt zu einer Gewinnserie 6 komme, kriege ich 250 Münze. Alles klar, wir sind gerade bei Gewinnserie 4. Gut. So, dann spielen wir jetzt noch das Level und dann schauen wir mal, was wir 2 Nachrichtige mir aus unserem Club haben. 21 Birdiebots Bohne und 8 Hogwarts Fahrkarte. So, davon haben wir jetzt schon 3 weg. Und fehlen uns noch ein paar.
Ich lese euch jetzt mal hier über die Geschmackssorte vor. Ohrenschmalz, Popel, Dreck und Wassermelone. 9 Züge übrig und Level completed. Fertig. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Maisi ist dem Club beigetreten. Tja, den Maisi, den kenne ich. Das ist ein berühmter Freund von mir. Den kennt ihr bestimmt nicht, aber den kenne ich. Gut. Dann schreibe ich mal eine Nachricht. Geschickt. So, wir sind jetzt auf Platz Nummer 3 mit 45 Punkten. Danke fürs Ansehen, Leute. Ich hoffe, wir schaffen das in der nächsten Folge noch. Die muss ich logischerweise noch in einem Ding aufnehmen, in einem Tag. Also dann, bitte schau doch mal die anderen Videos an. Bis jetzt macht es hier, glaube ich, keiner, aber egal. Ihr könnt ja auch nur die Videos ansehen. Ciao.